Jo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute spielen wir mal das Spiel Planet Zoo. Und ja, wir sind gerade bei Charakter, also Avatar-Anpassung. Und ja, wir werden mal männlich auswählen. Und es schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus der Avatar. Wir bräuchten aber noch ein bisschen heller. Körper würde ich nehmen, eher so ein Hemd, so chillig-millig Hemd nehmen. Und hosemäßig würde ich seine Jeans nehmen, passt gut dazu. Frisur brauche ich eh nicht, bin eh nicht so ein Typ für Frisur und so. Brille können wir eigentlich lassen. Und bleibt, gefällt mir nicht. Aber schlank, obwohl ich jetzt, aber egal. Nein. Und ja, ich finde eigentlich, der passt gerade so, das war jetzt zufällig, aber der passt voll. Und den würden wir gleich nehmen und wir würden nachher gleich einmal anfangen und da beenden, Einstellungen und fertig. Und das ist unser Avatar, Leute, und unser Ziel ist einer der besten Zoo ever erstellen. Und lege das Hauptquartier des Avatars fest. Der Hauptquartier ist der Ort, an dem deine Spieler deinen Avatar sehen und auf der gedeihte Zoos oder Baupläne zugreifen können. Positioniere deinen Avatar an einer beliebigen Stelle auf Globus. Du kannst die Position eines Avatars Hauptquartiers auch später verändern. Okay, wir werden einmal. Ja, wir bleiben in Europa. Und wir bleiben hier, ja. Da ist circa Italien da unten. Hier circa bleiben wir, also hier sollte das circa irgendwo sein, hier. Und wir werden da jetzt einmal Ja klicken und wir sind hier stationiert. Jetzt sind wir, glaube ich, ja, irgendwo da. Australien-Paket habe ich auch dabei. Also ich habe gleich das Deluxe Edition genommen, da habe ich gleich alles dabei, brauche ich nichts mehr kaufen. Und wir werden mal Karriere starten, Leute. Und wir werden mal das Tutorial beginnen. Und ja, und schauen wir mal, wie das da alles abläuft. Also unser Ziel ist eigentlich nur ein Zoo erstellen, aufbauen, managen und so viele Besucher wie möglich und so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das ist ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe selber schon ein paar Videos gesehen, also es ist ziemlich cool, alleine die Grafik und so, Leute. Und falls ihr das Spiel auch spielen wollt, ich packe euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr bei Steam kaufen oder ich habe es persönlich bei Instant Gaming gekauft. Das ist ein bisschen billiger. Und der Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr das Spiel selber mal spielen wollt. Und vielleicht sehen wir uns einmal ein Spiel, da kann man ja online weltweit spielen. Und ja. Genau, es lade jetzt einmal, lassen wir ein bisschen laden und dann werden wir mal direkt starten, wenn es geladen hat. Und dann bin ich gespannt, bis alles so abläuft. So, also, wir haben da, also grafikmäßig schaut es immer sehr cool aus. Also schon wirklich sehr cool aus, die alleine. Herne Godwin, ja, Herr Matu, ja. Oh, tut mir leid, ich spreche immer wieder mal versehentlich. Also seht Deutsch. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Also die Grafik schaut ziemlich cool aus. Hallo, so nice. Dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Okay.
Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Grizzlybären, okay, also. Bepflanzung 25 Quadratmeter, europäisches, asiatisch und nordamerikanisch, gemäßigt. Also ich habe jetzt den Baum ausgewählt, okay. Okay, kann ich mal schließen. Grizzlybär, genau. Also schauen wir mal, was da alles so... Ein bisschen mal selber mal reinschnuppern, wie das alles so funktioniert, Leute. Also das ist jetzt nicht so... Da ist es schon beschrieben. Okay, wir werden jetzt einmal uns darum kümmern, also besuchen, Kamera, Zoopedia, hier was anfertig machen, Kamera. Ah, okay, hier haben wir so eine Kamera. Kreisen. Grizzly Bear. Okay. Wir sind jetzt im Grizzly. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Okay. Nein. Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Okay, das ist jetzt noch die Kamera da gerade hingemacht, okay. Genau in dem Moment, Entschuldigung. Die Störung. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Okay, Doppelklick. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Das ist ja nett. Also, das muss ich schließen. Ah, Löwen sind da vorne, okay. Also ich muss sagen, von der Einstellung her ist es ziemlich cool, auch von den Perspektiven her und so, von der Grafik her auch ziemlich cool. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Ein leeren Gehege? Ah, das ist da. Okay, gut. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Ah, Tierhandel. Tiermarkt. Warzenschwein. Also. Gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Danke, sehr nett von Ihnen. Okay, also Tierhandel, ich habe jetzt alles verwartet, ein Handelszentrum. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es deinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Okay, dann kann man es versehen. Okay, auch nicht schlecht. Versendet. Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Große Sachen, muss ich sagen. Also jetzt nicht so groß, aber gibt schon was. Ah, hier ist es, okay. Kamera kann man so drehen. So.
Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus 4 verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Okay. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Und auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Okay, also das Lebensqualität ist zu wenig. Das heißt... Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Machen wir da gleich 2. Daneben gleich das Wasser. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Das werden wir dahin befrachten, weil da die Zuschauer eher sind. 1, 2 reicht normalerweise. Du bist ein Naturtalent. Danke. Unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Okay, es sollte jetzt einmal passen. Ja, steigt schon alles. Gut, gut, gut. Okay, das Gehege ist da. Das ist aber nur das Tutorial, wir werden noch einen eigenen Zoo aufbauen, aber es ist nur mal das Tutorial. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Habe ich. Okay, also da wird die Zeit stehen geblieben. Ach, quasi. So mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Okay. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Okay. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Hab ich. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. So. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Okay, will ich das dann nehmen. Barriere. Glas. Ach, was würde ich sagen? 3. Markiere einen Teil der Barriere mit einer Glasbarriere im Pause und tausche sie aus. Erledigt! Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte.
Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Okay, dann will ich es da, wo das Glas steht, hingehen. Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Okay, gut, dann machen wir das noch und dann würde ich sagen, haben wir das Tutorial einmal für uns jetzt fertig. Wird sicher noch weitergehen. Also wir müssen auf Tierhandel. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Tiermarkt. Dann geht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wenn wir gleich das Weibchen-Männchen nochmal aufnehmen. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Und so senden. Eins. So senden. Zwei. Genau. Jetzt haben wir die an Zug gesehen, jetzt wird das gleich ankommen, die zwölf Tiere. Und dann würde ich das schon mal beenden. Das Video sind eh schon wieder 16 Minuten. Ja, das war jetzt einmal das Tutorial. Also jetzt wissen wir circa die Grundlagen. Wird sicher noch viel, viel, viel mehr geben. Aber ich möchte jetzt das nicht das Video, sonst dauert das zu lange. Und wir werden nächstes Video nach einem eigenen Zoo aufbauen, Leute. Also komplett neu anfangen und schauen, wie wir uns tun. Weil jetzt haben wir quasi 190.000 Euro, Dollar und 2.500 Besucher und eine Bewertung von 4 Sternen. Oha, coole Animation war es jetzt, sehr cool. Genau, und das werden wir im nächsten Video neu aufbauen, komplett neues Zoo und schauen, ob wir vielleicht auch so gut werden oder noch besser werden, Leute. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute, das Tutorial, und wir sehen uns heute nochmal und dann werden wir uns einen Zoo aufbauen, Leute. Haut rein, ciao.